Eine Kunstgeschichte ohne Frauen zu schreiben dürfte wohl unmöglich sein. Auch wenn jene lange Zeit primär auf statt hinter der Leinwand zu sehen waren. An Argumenten, wieso das so und nicht anders sein sollte, war man bis ins 20. Jahrhundert hinein kaum verlegen. Frauen, so hieß es, hätten schlichtweg nicht das Talent, die Disziplin, auch Tiefgrund und Leidensfähigkeit, um es mit den männlichen Malern und Bildhauern aufzunehmen. Das Verhältnis der Kunst zur Frau und umgekehrt ist ein ambivalentes. Einerseits, wieso sollte die Kunstproduktion auch eine Ausnahme von der Welt um sie herum darstellen, in der an so etwas wie Bildung für Frauen, Eigenständigkeit oder gar auch eine juristische Gleichstellung für Jahrhunderte nicht zu denken war und mancherorts noch immer nicht zu denken ist. Andererseits war es eben auch immer wieder die Kunst, die Freiräume schaffen konnte, an die vorher kaum zu denken war. Die Frauen rund um die Künstlergruppe Sturm beispielsweise nahmen sich sehr selbstbewusst Freiheiten heraus, die in den 1910er bis 20er Jahren im Gegensatz zum konservativen Rückschlag in den kommenden Jahrzehnten zumindest möglich waren. Einschließlich der, statt oder trotz Hausfrau und Mutter eben, Künstlerin zu sein. Wobei auch sie zum Teil von einer ganz bestimmten Definition betroffen waren. Die Unterscheidung zwischen autonomer und angewandter Kunst nämlich schob viele Künstlerinnen in den Bereich des Kunsthandwerks ab. Wo sie zwar finanziell durchaus erfolgreicher sein konnten als manch ein männlicher Künstler, aber eben weniger anerkannt. Auch dies dürfte ein Grund sein, wieso viele weibliche Künstlerinnen es kaum in die offizielle Geschichtsschreibung der Kunstgeschichte geschafft haben. Obwohl es sie durchaus gab. Die Britin Mary Beale beispielsweise malte bereits im 17. Jahrhundert gefeierte Porträts und machte ihr Talent somit zum anerkannten Beruf. Heute sind Künstlerinnen wie Marlene Dumas, Yayoi Kusama oder Tracy Emin nicht nur ähnlich bekannt wie ihre männlichen Kollegen, sie verdienen auch ähnlich viel. Allerdings eben nur fast. Auf der Liste der 10 teuersten lebenden amerikanischen Künstlerinnen und Künstler befindet sich eine einzige Frau. Cindy Sherman, die sich in ihren fotografischen Inszenierungen immer wieder selbst mit weiblichen Rollenbildern und Klischees auseinandersetzt. Auch mit jenen der Kunst. Wo Frauen eben viel zu oft in erster Linie immer noch als Frau und erst dann als Künstlerin wahrgenommen werden. Weshalb man bei aller nötigen Auseinandersetzung mit der Biografie auch einmal ganz gezielt die Werke, die Kunst in den Fokus rücken sollte, damit diese zumindest nachträglich jene Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen gebührt.